Ich begrüße euch alle zurück hier bei Dragon Age Origins, einem Spiel, in dem Legenden geschrieben werden. Was für eine tolle Einleitung. Wir machen direkt weiter und stürmen hier durch die mehr oder weniger im Kampf versunkene Ruine unserer ehemaligen stolzen Familienfestung. Plündern hier noch ein wenig Leichen und erkunden hier noch einmal alles, bevor wir... Scheinbar doch. Wir unterstützen hier mal ordentlich. Pausieren mal kurz. Pausieren mal eben nicht. Laufen, pausieren. Angriff, Spezialattacke. Du hast sie sowieso gerade ausgeführt. Und du führst sie bitte jetzt aus. So. Perfekt. Host-Soldaten werden hier elendig von uns niedergemetzelt, genauso wie es richtig ist. Nieder mit den Verrätern. Allerdings sehe ich die Frau jetzt gerade auch nirgendwo, nur die Soldaten. Wie ihr wünscht. Die Stimme gefällt mir. Seltsam. Okay. Schloss Kursland oder Kursland. Okay, hier müssen wir gerade Wegtaktik anwenden. Das wird zu viel. So. Weil wir auch tatkräftig unterstützt werden. So. Und damit ist der Bogenschütze schon so gut wie besiegt. Sehr schön. Und ihr merkt schon, der Taktikbildschirm ist nahezu unersetzbar. So, wir plündern natürlich die Leichen. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Und gehen rein in den Thronsaal. Ich nenne es mal Thronsaal. Ihr wisst, was ich meine. Und, oh mein Gott, okay. Hier haben wir die erste große Schlacht, wenn man so möchte. Ah, wir schicken mal hier einfach auf die nächstbesten Gegner. So. Wie sieht's aus? Du hast deine Attacke brav ausgeführt. Führst bitte jetzt nochmal diese aus. Und du ebenfalls. Alles klar. Weiter geht's. Jetzt sind wir mit unserem guten Helden zurück. So, wir bleiben zurück. Halten für unseren Helden. Lederstiefel, unbearbeitet. Hört sich ja sehr hochwertig an. Ah. Sehr schön. Ein letzter Gegner. Zwei Gegner. Ein Gegner. Kein Gegner. Super. Vorwärts! Bemannt das Tor! Haltet diese Hundesöhne auf, solange es geht! My Lady, Herr, ihr seid beide am Leben. Ich versichere, Hostmänner werden zu euch durchgebrochen. Das sind sie nicht. Also sind sie schon, aber wir haben es geschafft. Ho, dieses verräterische Schwein. Habt ihr Vater gesehen? Dass sie durchgebrochen sind, sei mal dahingestellt. Wichtiger ist unser Vater. Ich wollte euch suchen. Wir haben Befehl, die Halle so lange wie möglich zu halten. Als ich erkannte, was passierte, konnte ich nur noch die Tore schließen. Aber sie werden Hostmänner nicht lange aufhalten. Wenn es noch einen Weg aus dem Schloss gibt, benutzt ihn. Schnell! Ja, wo ist der graue Wächter? Keine Ahnung.
Denkt ihr, er hat etwas mit der Sache zu tun? Vielleicht wurde er geschickt, um Bryce zu töten. Oh nein, habt ihr ihn gesehen? Als ich den Terran zuletzt sah, war er schwer verletzt. Ich drängte ihn, sich nicht zu bewegen. Aber er war entschlossen, euch zu finden. Er ist zur Küche gegangen. Vermutlich dachte er, ihr würdet am Gesindeeingang in der Speisekammer auf ihn warten. Gesegnet, Sir Gilmore. Möge der Erbauer über euch wachen. Möge er über uns alle wachen. Ich glaube, wir werden all diese tapferen Männer hier nicht mehr wiedersehen. So traurig das auch klingen mag. So, die Tür geht sicherlich nicht auf. Doch, sie geht auf. Sehr schön. Ah, direkt wieder Feinde da unten. Erstmal ganz schnell hier plündern. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis unsere Lebensenergie regeneriert ist. Aber okay. So. Aber wirkliche Chancen haben die Gegner nicht. Und das ist auch gut so. Ah, plünder den doch. So. Gut, die Soldaten haben wir gerettet. Wir müssen raus. Sie bringen uns alle um. Lauft! Ja, lauft schnell. Holzkiste, Elfenwurzel. Ich hätte lieber einige Wundumschläge. Ja, wir erkunden natürlich hier, was es zu erkunden gibt. Ach du Schande. So, ich verzichte gerade auf das Pausieren. Denn es klappt auch so ganz gut. So. Die Tür wollte ich eigentlich nicht zumachen, aber wir plündern die ganzen Leichen. Nehmen mit, was wir tragen können. Wir müssen raus! Sie bringen uns alle um! Ja, da flieht doch, Leute. Lauft ihr doch nicht noch rum. Meine Güte. Hier geht's nicht weiter. Wie gesagt, finde ich es gerade eine gute Möglichkeit, hier nochmal ein wenig Erfahrung abzustauben und das Schloss etwas näher zu untersuchen. So, hier geht's auch nicht weiter, soweit ich das sehe. Okay, hier ist noch ein letzter Weg. Da hat unsere Mutter aber einen Schlag abbekommen. Oh, ein hoher Ritter, der ist stärker. Wesen mit Rang, ja. Unterschiedliche Farben. Bitte mal den Pfeilangriff. Okay, wir haben den Ritter geköpft. Das ist nett. Sehr nett. Geistscherbe. Bonus auf die Giftresistenz. Geistresistenz. Also vermutlich gegen Magieangriffe. Okay, sehr interessant, was mir noch alles erkunden kann. Okay, da ist die Speisekammer. Bergkristall. Okay, die Köchin ist auch tot. Heftig, wie einfach alle abgeschlachtet wurden. Und im Nachhinein nur noch unsere kleine Gruppe hier überlebt hat. So, die Speisekammer. Auch die Elfen. Tot. Da ist die Köchin. Tot. Und wir gehen hier hinten rein, wo wir die Ratten bekämpft haben. Vater. Ach, da seid ihr ja. Ich hab... Bryce. ...mich gefragt, wann ihr kommt. Beim Erbauer, was ist los? Du blutest ja. Hausmänner haben mich zuerst gefunden. Hätten... mich fast umgebracht. Warum macht Hau das? Wir müssen dich von ihr wegbringen. Wie bist du hergekommen?
Du kannst ja kaum gehen. Ich werde Hofe seinen Verrat töten. Ja, auf Rache sind wir jetzt erstmal nicht aus. Wie er hergekommen ist, sei auch mal dahingestellt. Ja, erstmal sein Wohlempfinden. Wir müssen dich hier wegbringen. Wenn ich aufstehe, sterbe ich vermutlich. Unsinn, du wirst wieder gesund. Steh auf, wir müssen gehen, dann werden wir dich hier verteidigen. Dann tragen wir dich. Ja, dann verteidigen wir dich. Wir lassen dich natürlich nicht zurück, Vater. Sobald Hausmänner durch das Tor brechen, finden sie uns. Wir müssen fliehen. Jemand muss Fergus erzählen, was passiert ist. Und dich rächen. Wie gesagt, Rache schieben wir erstmal hinten ran, dass er der neue Tyrann ist. Ja, nach seinem Tod würde ja Fergus das Reich erben. Howard mit ihm gewiss auch etwas vor. Da kannst du es ihm selbst sagen, Vater. Ja, Ho hat wohl auch einen Plan für ihn. Bryce, nein! Der Gesindegang ist gleich hier. Wir können gemeinsam fliehen. Du brauchst einen Heilzauber. Das Schloss ist umstellt. Ich schaffe es nicht. Der Tyrann hat leider recht. Noch kennen die Männerhaus diesen Ausgang nicht. Aber sie haben das Schloss umstellt. Es wird schwer, an ihnen vorbeizukommen. Dann seid ihr Duncan, der graue Wächter? Ja, Herrin. Der Tyrann und ich wollten schon früher zu euch. Mein jüngerer Sohn half mir, hierher zu kommen. Dem Erbauer sei Dank. Das überrascht mich nicht. Werdet ihr uns helfen, Duncan? Danke, dass ihr meinen Vater gerettet habt. Könnt ihr etwas gegen Ho übernehmen? Ich bin überrascht, dass ihr noch hier seid. Ja, werdet ihr uns helfen? Egal, was wir tun, wir müssen uns beeilen. Sie kommen. Duncan, ihr seid mir zu nichts verpflichtet, aber ich bitte euch, bringt meine Frau und meinen Sohn in Sicherheit. Das werde ich, Eure Lordschaft. Aber ich fürchte, auch ich muss euch um etwas bitten. Was ihr wollt. Was hier passiert, ist nichts im Vergleich zu dem Bösen, das diese Welt bedroht. Ich kam auf der Suche nach Rekruten in euer Schloss. Angesichts der Bedrohung durch die dunkle Brut kann ich nicht mit leeren Händen abreisen. Ich verstehe. Sprecht ihr über mich? Das ist wohl offensichtlich. Was ist mit Sir Gilmore? Ja, ich denke mal, Sir Gilmore wird hinten in der Halle mehr oder weniger sein letztes Stündlein erleben. Was? Nein, das kommt nicht in Frage, aber was, wenn Fergus etwas zugestoßen ist? Ja, sprecht ihr über mich? Ihr habt euch bis zu mir vorgekämpft. Ich glaube, die Absichten des großen Erbauers sind klar. Ich bringe die Törner und euren Sohn nach Ostagar. Dort erzählen wir Fergus und dem König, was passiert ist. Und dann wird euer Sohn ein grauer Wächter. Solange Hau bestraft wird, bin ich einverstanden. Dann seid ihr bei den grauen Wächtern willkommen. Kämpft an unserer Seite. Ich nehme euer Angebot an. Meine Pflicht ist es, Arl Ho zur Rechenschaft zu ziehen. Aber was, wenn Fergus tot ist? Ja, wir nehmen das Angebot an. Was auch immer mit Fergus geschieht, es geht jetzt was hier und jetzt. Und wir nehmen das Angebot an. Gut, dann lasst uns rasch aufbrechen. Bryce, bist du sicher? Unser Sohn hat die Chance, die Welt zu verändern, anstatt durch Hausverrat zu sterben. Geh mit Duncan, mein Schatz. Ohne mich ist eure Chance zu entkommen viel größer. Elinor. Sag nichts, Bryce. Ich werde jeden töten, der durch diese Tür kommt, um ihnen Zeit zu verschaffen. Aber ich werde dich nicht verlassen. Mutter, willst du das wirklich tun? Ich lasse nicht zu, dass du dich opferst. Wir finden einen anderen Weg. Wir können kämpfen. Ich liebe euch beide so sehr. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Oder sollen wir... Ja, das Kämpfen führt außer Frage. Wenn die Festung umstellt ist, dann werden wir auch zu viert die Gegnermengen... Beziehungsweise zu dritt, weil unser Vater auf dem Boden liegt, die Gegnermengen nicht abwehren können. Willst du das wirklich tun? Mein Platz ist bei deinem Vater, bis dass der Tod uns scheidet. Es tut mir leid, dass es so gekommen ist. Unser Leben war gut. Wir haben alles getan. Nun ist es an unseren Kindern. Geh, mein Kind. Warne deinen Bruder. Wir lieben euch beide. Ihr macht uns stolz. Sie sind durch das Tor gebrochen. Wir müssen gehen, jetzt.
Gib auf dich Acht. Das Ende eines Königs und seiner Frau. Und wenn das mal keine wirklich emotionale und gut durchdachte Einstiegsgeschichte ist, dann weiß ich auch nicht. Und das war erst der Anfang dieses Spiels, Leute. Aber was hält das Schicksal für uns bereit? Das ist die Frage. Wir werden durch das Hinterland nach Süden reisen, zu den Ruinen von Ostagar, am Rande der Korkari-Wildnis. Das Reich von De Winter errichtete Ostagar vor langer Zeit, um die Wilden daran zu hindern, in die nördlichen Ebenen einzufallen. Es passt, dass wir uns ihnen hier entgegenstellen, auch wenn uns in diesem Wald ein anderer Feind erwartet. Die Truppen des Königs haben schon mehrfach gegen die Dunkle Brut gekämpft. Aber hier wird sich die Hauptstreitmacht der Horde zeigen. Im Moment gibt es in Ferelden nur wenige Graue Wächter. Aber sie sind alle hier. Diese Verderbnis muss hier und jetzt aufgehalten werden. Wenn sie sich nach Norden ausbreitet, wird Ferelden fallen. Seid gegrüßt, Duncan. König Kaelin, ich hätte nicht erwartet... Was? Eine königliche Begrüßung? Ich hatte schon Angst, ihr verpasst den ganzen Spaß. Um keinen Preis der Welt, Euer Majestät. Dann habe ich in der Schlacht doch noch den mächtigen Duncan an meiner Seite. Prächtig. Die anderen Wächter haben berichtet, ihr hättet einen vielversprechenden Rekruten. Ist er das? Erlaubt mir, euch einander vorzustellen, Euer Majestät. Das ist nicht nötig, Duncan. Ihr seid Bryces jüngstes Kind, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass wir uns schon einmal persönlich begegnet sind. Ja, Euer Majestät, mein Name ist Richard. Ja, das bin ich und ich habe wichtige Neuigkeiten. Wisst überhaupt nicht, dass mein Vater tot ist? Ja, wir wollen mal nicht unhöflich sein. Ja, ich habe wichtige Neuigkeiten. Geht es um euren Vater? Euer Bruder war seinetwegen besorgt. Er wird nicht kommen, er ist gefallen, als unser Schloss eingenommen wurde. Gefallen? Was meint ihr damit? Duncan, wisst ihr etwas darüber? Taryn Cousland und seine Frau sind tot, Euer Majestät. Arl Howe hat sich als Verräter erwiesen und Schloss High Ever eingenommen. Wären wir nicht entkommen, hätte er uns getötet und euch irgendeine Geschichte aufgetischt. Ich kann es kaum begreifen. Wie konnte er nur glauben, mit einem derartigen Verrat durchzukommen? Sobald wir hier fertig sind, wende ich meine Truppen nach Norden und ziehe Hau zur Rechenschaft. Ihr habt mein Wort. Vielen Dank, Eure Majestät. Ich bin mir sicher, ihr würdet gerne euren Bruder sehen. Leider sind er und seine Männer gerade auf Erkundungsmission in der Wildnis. Aber er ist vielleicht in Gefahr. Wann wird er zurückkehren? Ich brenne nicht darauf, es ihm zu erzählen, Eure Majestät. Ja, ich denke mal, dass er in Gefahr schwebt, ist normal in einem solchen Krieg, vor allen Dingen gegen die Dunkle Brut. Daher fragen wir mal, wann er zurückkehrt. Nicht vor Ende der Schlacht, fürchte ich. Bis dahin können wir ihm noch nicht einmal eine Nachricht schicken. Verzeiht mir, aber mehr kann ich nicht tun. Ich kann euch nur raten, euren Schmerz vorerst gegen die Dunkle Brut zu richten. Vielen Dank, Euer Majestät. Solange Arl-Ho dafür bezahlen wird, bin ich zufrieden. Was wisst ihr schon über meinen Schmerz? Nun dann, danke fürs Nichtstun. Wir danken ihm, denn immerhin hat er uns angeboten, seine ganzen Truppen gen unsere Festung High Ever zu richten. Und ich finde, das ist schon eine sehr, sehr großzügige Geste von ihm. Vielen Dank. Verzeiht, dass ich euch verlassen muss, aber ich sollte zu meinem Zelt zurückkehren. Loghain brennt darauf, mich mit seinen Strategien zu langweilen. Euer Onkel schickt euch seine Grüße und erinnert daran, dass die Truppen aus Redcliff in weniger als einer Woche hier sein könnten. Ha! Imon will auch sein Stück vom Ruhm. Wir haben schon 3 Schlachten gegen diese Bestien gewonnen und morgen wird es nicht anders sein. Mir war nicht klar, dass die Dinge so gut laufen. Es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ihr klingt, als wärt ihr euch dessen sicher. Ja, es klingt, als sei die Verderbnis fast beendet. Ich bin mir nicht einmal sicher, dass das wirklich eine Verderbnis ist. Die Schlachtfelder sind zwar voller dunkler Brut, aber bisher gab es keine Spur eines Erzdämons. Seid ihr enttäuscht, Euer Majestät? Ich hatte auf einen Krieg wie in den Geschichten gehofft. Ein König, der gemeinsam mit den sagenumwobenen grauen Wächtern in die Schlacht gegen einen verderbten Gott zieht. Aber ich nehme an, ich muss mich mit dem begnügen, was wir hier haben. Ich muss gehen, bevor Loghain noch einen Suchtrupp aussendet. Lebt wohl, graue Wächter.
Was der König gesagt hat, ist wahr. Sie haben hier einige Schlachten gegen die Dunkle Brut gewonnen. Du klingst trotzdem nicht wirklich beruhigt, Duncan. Trotz der bisherigen Siege wird die Horde der Dunklen Brut mit jedem Tag größer. Inzwischen scheinen sie sogar in der Überzahl zu sein. Ich weiß, dass ein Erzdämon hinter all dem steckt. Aber ich kann den König schlecht bitten, nur meinem Gefühl zu vertrauen. Dann sollen wir uns vielleicht beeilen. Was sollten wir deiner Meinung nach tun? Warum nicht? Er scheint eine hohe Meinung von den Wächtern zu haben. Doch das könntest du, wenn er nicht so ein Dummkopf wäre. Glaubst du, wir sind in Gefahr? Hier, was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Auf Verstärkung warten. Wir haben den Grauen Wächtern von Orlais eine Nachricht geschickt, aber es wird Tage dauern, bis sie zu uns stoßen. In Ferelden gibt es zu wenige von uns. Wir müssen einfach tun, was wir können und darauf hoffen, dass Terran Loghaine den Unterschied macht. Und deshalb sollten wir jetzt ohne weitere Verzögerung das Ritual des Beitritts fortsetzen. Loghaine, mit dem werden wir noch Spaß haben, Leute. Was muss ich tun? Wovon sprichst du? Welches Ritual? Es wäre nett, vorher etwas Warmes zu essen zu bekommen. Nein, wir haben momentan andere Pflichten zu erfüllen als zu essen, daher... was muss ich tun? Wenn du möchtest, kannst du dich ein bisschen im Lager umsehen. Ich bitte dich nur darum, es im Moment nicht zu verlassen. Hier im Lager ist ein weiterer grauer Wächter. Sein Name ist Alistair. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, und sag ihm, dass es Zeit ist, die anderen Rekruten zusammenzurufen. Während ich mich um ein paar Dinge kümmere, kann dein Hund bei mir bleiben. Das Zelt der grauen Wächter liegt hinter dieser Brücke. Wenn du uns brauchst, findest du uns dort. Sehr schön. Wir sind auch in Ostagar angekommen. Erfolg freigeschaltet, der letzte deiner Linie. Erfolg freigeschaltet, blutbefleckt. Neue Quest, der Beitritt zu den Wächtern. Wie wir direkt begrüßt werden. Nicht nur mit einer grandiosen Aussicht, sondern auch mit einer grandiosen Stimmung, wie ich finde. So, die gute Karte. Was haben wir denn hier? Also, hier haben wir Königlicher Hochweg. Da haben wir Alistair, den Quartiermeister. König Haydens Zelt, Loghaines Zelt, Duncans Feuer, Hundezwinger, Lazarett und die Korkari-Wildnis. Wir zoomen mal raus. Weltkarte geht noch nicht, okay. Ostagar, ein sehr, sehr episches Gebiet, in dem wir sehr, sehr viel erleben werden, Leute. Oh Mann, das Spiel wird noch so genial. Aber ich würde gerne an dieser Stelle hier einen Schnitt setzen, da ich denke, mit dem Ende der Einleitungsgeschichte, beziehungsweise mit dem Beginn von Ostagar, können wir einen guten Schnitt setzen und hier beim nächsten Mal weitermachen. Wenn es wieder heißt, Let's Play Dragon Age Origins. Es wird spannend, wir werden das Beitrittsritual der Grauen Wächter bestreiten und hoffentlich erfolgreich als Grauer Wächter in die Geschichte eingehen. Ihr habt gehört, die Grauen Wächter sind schlichtweg Helden in Ferelden und eben ein solcher wollen wir auch werden. Dafür werden wir im nächsten Video zu Alistair, einem weiteren Grauen Wächter, gehen und dann mit ihm darüber reden, wie das Ritual verläuft. Ich freue mich drauf, hier in Ostagar. Die dunkle Brut wartet auf mich und auf euch und ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.